Abend, mein Name ist Christoph Möllers, ich bin hier Professor an der Humboldt-Universität und einer der weniger wichtigen Mitbetreiber des Verfassungsblocks. Und ich freue mich sehr, dass Sie hier sind. Ich wollte ein paar Worte sagen, warum wir das heute machen und dabei dann auch sagen, bei Gelegenheit das Panel heute Abend vorstellen. Die Geschichte des Verfassungsblocks, über den wir heute reden wollen und im Kontext, den Medien- und rechtswissenschaftlichen Kontext, über den wir diskutieren wollen. Die Geschichte des Verfassungsblocks lässt sich in gewisser Weise in drei Phasen einteilen. Den Beginn der dritten begehen wir heute. Die erste Phase ist in gewisser Weise Maximilian Steinbeis und damit sind wir sagen beim ersten Panelisten, Journalist, Schriftsteller und ein sehr scharfsinniger Analytiker des deutschen Verfassungsrechts. Jemand, der das Verfassungsrecht einfach liebt. Das muss man sagen, also wirklich liebt und gleichzeitig, weil er es so liebt, ist sozusagen auch mit einer gewissen Schärfe zu analysieren vermag. Etwas, was wir gar nicht so häufig im deutschen Journalismus haben und in gewisser Weise erstmal sagen, das Geschenk seiner Erfindung des Verfassungsblocks, mit dem das Ganze begann. Nach ein paar, sagen wir, schon erfolgreichen Jahren kam es dann dazu, dass der Verfassungsblock mit unserem Projekt Recht im Kontext, uns in diesem Fall Alexandra Kämmerer und mir erst einmal, in Kontakt kam. Und die zweite Phase des Verfassungsblocks beginnt in gewisser Weise damit, dass wir uns überlegt haben, den Verfassungsblock mit einem wissenschaftlichen und auch einem wissenschaftspolitischen Projekt, nämlich der Neuentwicklung des rechtswissenschaftlichen Studiums, von der Humboldt-Universität und vom Wissenschaftskolleg zusammengetragen, zu verbinden und ihm sozusagen zu einem Standbein dieses Projekts zu machen, das unter dem Namen rechten Kontext hier in Berlin läuft. Diese Phase kann man in gewisser Weise auch dadurch kennzeichnen, dass wir auf einmal mehrere Autoren hatten und dadurch, dass sich der Block in gewisser Weise in zwei durchaus divergierende Richtungen hin entwickelt hat, nämlich zwei Richtungen, über deren Divergenz wir heute Abend vielleicht auch nochmal reden müssen. Einerseits in Richtung der Wissenschaft, nicht wahr? Also der Block als etwas, was tatsächlich wissenschaftliche Publikationen einer anderen Art vielleicht, als sie ihn aufsetzen, aber doch eine Publikation mit wissenschaftlichem Anspruch bringt. Und andererseits natürlich der Blog als eine Form von Medium, in dem nicht nur, sagen, eine Ein-Mann- oder Ein-Frau-Publizistik, sondern eine Plattform von unterschiedlichen Publizisten, Publizistinnen und Publizisten einen Ort finden. Für diese Form von Öffnung stehen in gewisser Weise auf unserem Panel einerseits Franz Mayer, Professor für öffentliches Recht und Europarecht an der Universität Bielefeld und einer unserer, wenn man so will, treuesten Gastautoren, der sozusagen gerade auf dem Blick in der Frage der Europäisierung des Verfassungsrechts, der Konstitutionalisierung des Europarechts hier sehr viel Input gegeben hat und viele interessante Beiträge geschrieben hat. Und andererseits auch Katja Gelinski, als eine der auch wiederum sehr scharfsinnigen Analystinnen des deutschen, des amerikanischen Verfassungsrechts und der Entwicklung des Völkerrechts, zunächst in der Form von der Allgemeinen Zeitung, jetzt mittlerweile für die Konrad-Adenauer-Stiftung arbeitet, auch sagen, für den Verfassungsblock geschrieben hat. Also wir sehen hier so eine doppelte Öffnung und in gewisser Weise eine Verbreiterung, einen Spagat, wenn man so will, auch. Das Projekt war dann so erfolgreich, könnte man sagen, dass es gleich Konkurrenz bekommen hat. Und damit sind wir bei Stefan Martini, wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Kiel, der mit seinem Wettbewerber, einem Nachwuchsblock im öffentlichen Recht, in gewisser Weise uns so ein bisschen bestätigt, erfreut und angestachelt hat, dass das ganze Projekt nicht nur in der Generation, sagen wir mal, der Leute über 40, sondern auch noch in jüngeren wissenschaftlichen Generationen von Interesse ist. Und zwar von so großem Interesse, dass es dann weiter betrieben werden sollte. Und damit zugleich sind wir in der dritten Phase angelangt, nämlich in der Phase, über die wir heute reden wollen. Diese dritte Phase hat sich dadurch ausgezeichnet oder ist dadurch charakterisiert, dass es uns gelungen ist und dann maßgeblich durch Alexandra Kämmerers Beiträge, Alexandra Kämmerer, sagen, Geschäftsführerin des Rechtskulturenprogramms, Mitarbeiter im Recht im Kontextprogramm und eine der, sagen, jetzt Stammautorin des Verfassungsblocks, maßgeblich gelungen ist, ja, bei der Humboldt-Universität zu Berlin im Rahmen der Exzellenzinitiative eine Förderung auch für den Verfassungsblock zu bekommen. Ein Block ist, wenn man ihn von innen mal so ein bisschen kennenlernt, offensichtlich ein viel anspruchsvolleres Projekt, als man es so denkt. Man sieht sich erstmal in einem Café sitzen und irgendwie was tippen. Das ist auch immer noch irgendwie die basale Tätigkeit eines Blocks. Aber klar ist, dass Redaktionsarbeiten, Layout-Fragen, Koordinierungsfragen durchaus viel Arbeit machen und das Ganze dann irgendwie auch zu etwas werden lassen, was eine Redaktionsstruktur vielleicht gar nicht so unähnlich sieht. Wir sind, nachdem wir gesehen haben, dass die Gelegenheit bestand, im Rahmen der Exzellenzinitiative mal einen Antrag zu stellen, eigentlich auf die Idee gekommen, uns zu fragen, ob nicht das, was wir hier machen, einerseits schon so wissenschaftsnah ist und andererseits dann auch vielleicht jedenfalls für die Rechtswissenschaften, für die deutschen Rechtswissenschaften auch wieder so ungewöhnlich ist, dass man das in gewisser Weise auch mal reflektieren könnte und dass diese Reflexion ihrerseits vielleicht auch ein interessantes wissenschaftliches Projekt sein könnte. Also die Frage eigentlich, wie sich Publikationsformen im Bereich der Rechtswissenschaften verändern, wo eigentlich seriöse Wissenschaft, zitierfähige Wissenschaft, autoritative Wissenschaft und diese Fragen sind ja für die Juristen immer von besonderem Interesse, die ja immer gleichzeitig ein Wahrheitsspiel und ein Machtspiel betreiben, wenn sie ihr Fach
durchführen, wie das sozusagen funktioniert, wenn die Disziplin auf einen Medienwandel trifft, wie den der Bloggisierung im Grunde der Öffentlichkeit. Und uns ist gelungen, bei der Humboldt-Universität, und das begehen wir in gewisser Weise heute, die Beginn dieser dritte Phase, uns ist es gelungen, bei der Humboldt-Universität dafür Mittel bereitgestellt zu bekommen. Dafür sind wir sehr, sehr dankbar. Und konkret sieht das dann so aus, dass wir in Zukunft neben den Autoren, neben den vielen Gästen, die hoffentlich auch noch mehr werden, auf der einen Seite mit Miriam Staub, eine Ethnologin, das war so eine Idee, eine Ethnologin im Team haben, die sich einfach mal als jemand, der es erstmal nur gewohnt ist, seltsame gesellschaftliche Praktiken oder seltsame Leute sich anzugucken und sich einerseits über sie zu wundern, aber sie andererseits mit einer gewissen Distanziertheit beschreiben zu können, dass wir sagen, mit einer solchen Kulturtechnik nochmal vielleicht selber etwas darüber erfahren wollen, wie eigentlich rechtswissenschaftliche Publikationen aussehen und wie sie sich verändern im Rahmen der Bloggisierung. Und ich glaube, daran werden wir viel lernen, nicht nur über das, was sich ändert, sondern über das, was wir überhaupt schon so machen. Denn ich kann mir schon vorstellen, dass es da viel Irritationsmöglichkeiten gibt. Und auf der anderen Seite haben wir mit Hanna Birkenkötterin auch eine Rechtswissenschaftlerin eingestellt, die erstmal sozusagen selber noch in der Promotionsphase primär Wissenschaft betreibt und die in gewisser Weise das ganze Projekt, das halt immer so ein bisschen zwischen Publizistik und Wissenschaft hin und her wogt, vielleicht auch ein bisschen versucht, auf ihre Seite zu ziehen, während die anderen an der anderen Seite ziehen. Solche Experimente brauchen der externen Beobachtung und Martin Eifert ist sozusagen unser Medienverwaltungsrechtler und Professor für öffentliches Recht und Verwaltungsrecht an der Humboldt-Universität zu Berlin und wie ich gerade noch mal versichert habe, jemand, der noch nie für den Blog geschrieben hat und damit sozusagen die distanzierteste Figur hier auf dem Panel, das sozusagen nicht völlig als Familientreffen enden sollte. Die allerdistanzierteste Person, Heribert Prantl, ist leider wegen einer Magenerkrankung in München geblieben und wird uns heute deswegen fehlen. Ich denke trotzdem, dass wir eine interessante Diskussion haben, während der Steinbeuß moderieren möchte, an den ich jetzt abgebe. Vielen Dank.